So, da sind wir wieder nach einer hitzigen Diskussion eben, ja, in der Vorbesprechung. Was heißt Diskussion? Also ich habe eigentlich nur meine ganze Angst um Watch Dogs rausgelassen und um Far Cry hat es auch noch ein bisschen abbekommen und um zukünftige Assassin's Creed-Teile und ach, keine Ahnung, was alles. Der Oh, verdammt. Unschärfe-Effekt ist ziemlich gut. Ja, mein Video hat gestockt. Wo bist du? 30, 31, 32, 33. Okay. Ich glaube, ich hab's jetzt wieder. Ach, ja, was soll ich sagen? Ubisoft, das. Warum muss Assassin's Creed so erfolgreich sein, dass es so gemolken wird und sich dann das Ganze auch noch auf die anderen Marken auswirkt? Ich will keinen Watch Dogs im Assassin's Creed-Universum. Ich will keinen Far Cry im Assassin's Creed-Universum. Ich will eigenständige, davon abgetrennte Geschichten haben. Ich will nicht eine mega verwirrende große Story haben und vielleicht noch feststellen, dass Desmond jetzt vielleicht doch noch wieder am Leben ist und keine Ahnung was. Ja. Und als Gott wiederkommt. Vielleicht kommt er als Gott-Kreatur wieder. Man weiß es nicht. Im allerletzten Teil, ja. Ja. Er ist der Erlöser. Oh Gott, diese Geschichte. Ja. Oh Mann, dafür werden wir wahrscheinlich, oder vor allen Dingen jetzt ich, weil ich darauf rumgeritten habe, aber wahrscheinlich werde ich dafür Hate kassieren, aber naja, was soll's. Was. Ganz ehrlich, gibt es noch jemanden, der Assassin's Creed wegen der Story spielt? Ich glaube nicht. Wie gesagt, ich finde 4 nach wie vor interessant. Vom Setting her. Ja. Nicht vom Titel. Das hätte meinetwegen Black Flag heißen können. Ich hätte es so gekauft. Aber Assassin's Creed 4, sage ich mir, wart mal lieber ab, bis er nur noch 20 € kostet. Ja, und es ist aktuell halt auch noch schweineteuer. Ich habe ja auch mal gucken wollen, weil ich ein bisschen Futter für die PS4 haben wollte. Und das soll auf der PS4 verdammt gut aussehen und auch gut laufen. Deswegen dachte ich mir, hey, guck doch mal. Aber die verlangen da immer noch ein Schweinegeld für und das möchte ich dafür nicht ausgeben. Ich finde das Piratensetting cool und ich hätte mir so sehr gewünscht, dass es einfach nur ein nettes Piratenspiel gewesen wäre und Ja, nicht ohne Assassin's halt Creed diese. versus Pirates irgendwie. Ja, ohne halt diesen Scheiß. Das ist alles nur Ballast, finde ich, für diese Art von Spiel, die Assassin's Creed 4 ist. Weil du kannst halt Schätze finden und alles. Du hast diese ganzen kleinen Inseln. Ja. Da. Es braucht die ganze Assassinen-Sache nicht. Das ist. Aber gut. Also, das Schöne an diesen Gegnern ist, dass sie sich nicht mehr um dich kümmern. Ja, Das sind gute Gegner. die joggen einfach teilweise an dir vorbei und nur wenn du denen im Weg stehst, dann greifen sie dich wirklich an. Ansonsten laufen die einfach an dir vorbei und die sind so angenehm zu erledigen. Also ich würde mir eigentlich wünschen, das Spiel wäre nur voll von diesen Gegnern manchmal. Ja. Oh, jetzt wird hier eine Geschichte erzählt. Was? Kauf es oder ich töte dich, Mami? Jetzt habe ich eben nicht ganz aufgepasst mit dem Anfang von der Geschichte. Oh Gott. Okay. Es ist wie im Horrorroman. Den Suda wahrscheinlich 5 Minuten bevor das Skript geschrieben hat, zu Ende gelesen hat. Wenn er überhaupt zu Ende gelesen hat. Vielleicht hat er auch nur den Klappentext von dem Buch gelesen und dachte sich so, hey, ich baue das einfach mal schnell ein. Auf dem Weg zur Arbeit kommt er an einem Kiosk vorbei, hat ein Buch gesehen mit einem schönen Cover, hat dann Genau. den Klappentext gelesen und hat gesagt, ey, geil, das klaue ich mir. Genau. Ey, das ist so eine Stadt, da verschwinden gelegentlich mal Leute oder mal Familien und das ist so total mysteriös und voll das Horror-Ding. Und ja, cool, aus den paar Sätzen mache ich jetzt so einen kleinen Einschub dann für mein Spiel. Cool. Ja. Ah. Ja. Du hast eine Seite sehr schnell übersprungen. Jetzt wissen wir nie, wie die Geschichte ausging. Ah. Wer das interessiert, der drückt jetzt dann bitte Pause. Ich muss ja gestehen, ich habe sie mir eigentlich meist nie durch. Also beim allerersten Mal, wo ich es gespielt habe, habe ich mir sie wirklich durchgelesen und dann irgendwann erkannt, dass sie nicht wirklich wichtig sind. Und seitdem habe ich sie eigentlich nie wieder gelesen. Gott ist die Wahrheit. Gott ist ein. Was? Hammer?
Wo wir ja letztens Thor's Hammer hatten. Oh Gott, nein, daran möchte ich gar nicht denken. Gott kennt die Wahrheit. Was soll das alles hier mit Gott jetzt schon wieder? Liegt das an der Farbgebung, dass die so durchsichtig aussehen? Was bitte? Liegt das an der Farbgebung von denen, dass diese Kultmitglieder so durchsichtig aussehen? Oder sollen die durchsichtig sein? Ich glaube, das ist auch wieder ein Geist vermutlich und deswegen hat er dieses durchsichtige Erscheinungsbild. Anders kann ich mir das jetzt spontan nicht erklären. Okay, ja, ich weiß nicht, irgendwie sind die Farben sehr komisch gemischt gewesen. Ja. Also der, naja, ich kann das nicht erklären. Es sah sehr komisch aus, so. was hier auf jeden Fall, ja, ich sag mal, das Ganze in die Länge zieht, das Level, ist, dass wir jetzt wirklich in jedes Haus hier reingehen können, auf der Straße. Und teilweise findet man was, teilweise ist es auch einfach gar nichts hier drin. Und weil ich natürlich nicht irgendwas verpassen wollte, bin ich in jedes reingegangen und entsprechend enttäuscht war ich festzustellen, wie viele eigentlich unbedeutsam sind. Ja. Weil ich wollte nicht am Ende stehen und dann, okay, dir fehlt irgendwie Seelenkugel XY, deswegen musst du nochmal das ganze Level durchgraben, deswegen mache ich lieber alles direkt. Aber das Haus eben, das hätte ich mir eigentlich ja schenken können. Ja, was? Der Adler ist auf dem Dach? Ja, ja. Der Spruch kommt noch ein paar Mal. Ist das der Spruch, wenn er landet, oder wie? Ja. Ah, okay. Ah, guck mal, zwei von den angenehmen. Ich meine, das Schöne ist, dass wir über die Art und Weise auf jeden Fall gut Blut sammeln können. Dann, wenn ich irgendwann mal wieder zum Aufleveln komme, dann können wir uns doch einiges an Punkten holen. Es sind sogar dieselben, die sind innen gleich aus eingerichtet. Erinnert mich an meine Minecraft-Buden. Aber, Leute, nicht so. Ach ja, deine Innenräume von Minecraft. Ich liebe es immer, wenn du reingehst und den unteren Raum zeigst und dann kommt dann von dir und wie üblich, alle oberen Stockwerke sehen natürlich genauso aus, also schenken wir uns die. Ja, aber das ist halt so. Ja, aber ich würde es genauso machen. Also. Es ist ja schon schlimm genug, dass ich jedem Haus eine eigene Einrichtung verpasse. Ja. Die zwar sehr ähnlich ist, das gebe ich zu, aber halt die Anordnung immer anders ist. Ja, aber grundsätzlich, ich meine, wie willst du auch die, sage mal, eine Wohnung jetzt immer großartig anders einrichten, weil du hast halt ja irgendwie einen Schlafplatz, du hast irgendwie einen Wohn- und Essbereich, ja, ne, und dann kannst du halt überlegen, was du sonst noch machst. Und das Standardding bei Minecraft ist ja sowieso Bücherregale über Bücherregale. Wie ich das geliebt habe, wo du gesagt hast, das mit der Bibliothek. Ja, es war das einfachste auszustattende Gebäude. Ja. Einfach nur Bücherregal nach Bücherregal. Ich glaube sehr. Oh, hier war noch nicht mal ein Gegner in dem Haus. Oh, das ist. Das ist dreist, ja. Ja. Ich habe wirklich gar nichts dafür bekommen. Es waren einfach nur verschenkte Minuten. Ich dachte, der Gamecube hat keine Ladezeiten. Ah ja, du spielst das ja auf der Wii. Tut mir leid. Ja. Wobei, auf dem Gamecube hast du trotzdem auch Ladezeiten, aber die sind. Ich weiß gar nicht, wie groß der Unterschied jetzt wirklich ist, ob du es jetzt über den Gamecube oder über die Wii abspielst, was die Ladezeiten angeht. Das ist eine interessante Fragestellung. Huh. Oh. Ah, das ist doch mal ein alter Bekannter. Wie man sieht, kommen auch mal Gegner wieder. Ja. Auch wenn sie natürlich dann irgendwie nicht so richtig ins in unser tolles Texas-Setting jetzt hier reinpassen, aber... Die passen in gar kein Setting. Ist ja denn, du kommst noch in den Zirkus rein. Ja, wer weiß. Oh, nee. Ja, wirklich? Ja, ich würde nicht direkt sagen Zirkus, aber sagen wir mal, ja, so ein Jahrmarkt-Setting, was ich finde, es kommt einem Zirkus zumindest recht nahe. Okay. Wie im letzten Part, glaube ich, war das schon, wo er den Truck dann gezogen hat. Ich fühle mich gerade sehr doof. Dass du uns auch immer wieder spoilerst mit deiner Eingebung hier.
Ja, aber du, da siehst du mal, wie durchschaubar Suda ist. Ich erkenne die Muster und komme entsprechend auf die Schlussfolgerung. Ja. Ja, echt, echt gut. Also entweder hast du verdammt viel Wissen hier zum Spiel, was du jetzt noch nicht preisgegeben hast, oder du kannst. Ich hab's ungelogen wirklich noch nie gesehen. Ich habe das Game-Protest-Video gesehen. Das ist alles, was ich in Videoform von dem Spiel gesehen habe. Ich hab's nie gespielt, ich hab's nie angefasst. Wow. Das war knapp. Ja. Heieiei. Nee, das ist einfach so generisch, glaube ich. Das, was er mit den Settings macht. Und dann erkennt man halt diesen Zirkusball da und dann denkst du dir, okay, da muss irgendwann auch noch ein Zirkus kommen, dass der Gegner auch noch ein Level hat, der zu ihm passt. Und dann, ja. So komme ich auf die Lösung hier. Ja, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Ja, dass jedes Mal diese Scheiß-Animation kommen muss. Vor allen Dingen diese Textbox auch jedes Mal, ne? Das ist beim ersten Mal lustig, vielleicht auch beim zweiten Mal, aber wenn du dann so eine Passage hier hast, da bist du einfach nur genervt von dieser Animation. Weil ich meine, die ist ja auch nicht gerade langsam, schnell. Also die ist halt langsam, so rum. Ja. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich jogge normalerweise nicht indoor. Ja, ich frage mich da auch, was die dazu bewegt hat. Vor allem, von wo kommen die? Also neben dem Bett ist nicht sehr viel Platz. Das ist wohl wahr, aber jetzt... Oh, Wasserring, lass mich raten. Ja, ja, ich denke, du bist da auf einer heißen Spur. Und ich habe gerade den falschen Ring ausgewählt. Er heult. Ja. Ist ja nicht so, als hätten wir genau das Rätsel nicht schon mal gehabt, nur dass dann halt die Blume auf einmal, glaube ich, anfing zu blühen und... Er hätte die Blume rausnehmen können und die Vase dann einfach mal auf den Kopf stellen. Es ist genau das aber Ding gut. Mit dem Truck, also man hätte ihn sicherlich auch vorfahren können, aber nein, stattdessen muss Mask the Smith zeigen, dass er der stärkste Mann der Welt ist und dieses Ding da wegzieht. Er hat wahrscheinlich noch nicht mal reingeguckt, ob nicht vielleicht auch die Handbremse gelöst ist oder so. Ja, die muss ja gelöst gewesen sein, wenn er den so einfach gezogen hat. Ja, wer weiß, vielleicht ist er auch so stark, dass er das auch mit Handbremse machen kann. Wissen wir ja nicht. Das hat uns das Spiel jetzt nicht gesagt. So, ich glaube, das ist jetzt das letzte Gebäude. Ah ja, und hier ist Hamzimmer. Okay, dann haben wir das jetzt endlich hinter uns gebracht. Aber was niemand weiß, wenn wir rechts um die Ecke gehen, da ist schon der nächste Häuserblock. Ja, aber da müssen wir, meine ich, nicht jedes Haus durchsuchen. Ich glaube es zumindest. Weißt du, ich habe von der Samantha jetzt noch ein schlimmeres Bild als von vorher. Und wenn sie da schon so gelangweilt rumsitzt. Ja. Ich mag irgendwie nicht, wie Suda charakterisiert. Ich habe ja No More Heroes 1 gespielt. Dann habe ich mir ein bisschen Videos zu No More Heroes 2 angeguckt und ich werde irgendwie nicht warm mit dem. Ich schaff's einfach nicht. Ich sehe da nicht die Brillanz hinter ihm. Ach ja. No More Heroes 2 ist aber echt nicht schlecht. Ich finde, der erste Teil hat seine Schwächen. Aber im zweiten musst du auch grinden, so wie ich das verstanden habe. Diese Minispiele halt dann. Ja, es ist aber nicht ganz so schlimm, finde ich, wie noch im ersten Teil. Ich finde, im zweiten Teil geht's schneller einfach. Da gibt es so einige Minispiele, wo du echt sau viel Kohle machen kannst. Die dauern nicht so lange und weiß nicht, das geht. Im ersten Teil fand ich das Hölle. Vor allen Dingen hatte der erste Teil noch diese beschissenen Sequenzen, wie du durchs Dings durch die Stadt fährst mit diesem Motorrad, was sich sau scheiße steuert. Ja, die Idee ist cool, aber wieder die Umsetzung. Ja. Ich meine, nicht umsonst ist die tollste Neuerung mit dem zweiten Teil, du brauchst nicht mehr durch die Stadt fahren, sondern ja, machst das nur noch auf der Karte. Ach, sieh mal an, in die Häuser müssen wir gar nicht rein. Der Typ sieht ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Aber er ist schnell, das gefällt mir. Und die Tür können wir nur von der anderen Seite aus öffnen.
Das war witzig. Ich habe das dann, wo ich das gespielt habe, fällt mir jetzt auch gerade ein, so schnell weggedrückt, dass ich gar nicht gelesen habe, was da stand. Deswegen musste ich da nochmal drauf drücken. ich sehe schon, da hinten leuchtet, glaube ich, ein Nest auf. Haben wir den Wesker-Verschnitt schon mal gesehen? Jetzt bin ich gerade überlegen. Haben wir den schon mal gesehen? Ich meine kurz. Als du gerade über ihn rübergescrollt bist, ich meine, ich habe den noch nicht gesehen. Ich würde behaupten, den haben wir schon mal gesehen. Wenn, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber ich mag den nicht so, deswegen... Er ist Wesker. Niemand mag Wesker. Jetzt mal von der Wesker-Thematik abgesehen, also... Wir könnten jetzt auch das nächste Gespräch anfangen, wie sich doch Resident Evil entwickelt hat und nicht nur was den fünften Teil angeht, sondern ja, was den sechsten. Ja, da brauchen wir gar nicht jetzt drüber sprechen, weil ja demnächst das Resident Evil die Videoreihe losgeht. Ja. Yeah. Da werden wir genug zu sprechen haben. Ja, was der fünfte Teil war ja noch spaßig im Koop dann, aber der sechste Teil, der ist so schrecklich. Ich weiß noch, wie ich den, gerade wo ich den beendet hatte, so beim ersten Mal durchspielen, da waren meine Gefühle, die waren noch so einigermaßen positiv. Aber je mehr ich drüber nachdenke, Gott, dieses Spiel. So ging es mir mit Skyward Sword. Ich hab's gespielt und ich dachte, ist eigentlich ganz okay. Und dann denkst du, dann fängst du aber an, nach dem Durchspiel drüber nachzudenken. Und du merkst nur, was für ein Scheiß. Oh, das war... Call of Duty Modern Warfare 1 fand ich ganz cool von der Geschichte her und abgesehen vom Multiplayer, der ist immer solide, also da kann man nicht großartig meckern, aber was den Singleplayer angeht, war Modern Warfare 1 richtig unterhaltsam, spannend, war einfach cool. Und da habe ich das zweite gespielt und irgendwie während des Spielens dachte ich mir, oh cool, Action macht Spaß, und wo ich das dann beendet habe, yo, war ein cooler Action-Trip. Und da habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe angefangen, über die Story nachzudenken. Und danach war ich einfach nur noch schockiert. Weil mir dann aufgefallen ist, wie schrecklich dieses Spiel eigentlich ist, was es da einem versucht zu erzählen und wie wenig hängen bleibt und was, inwieweit das überhaupt alles keinen Sinn ergibt. Und oh. Nee. Obwohl ich ja prinzipiell mal Lust hätte, einfach so sämtliche Call of Duty Teile dann so als Let's Play zu machen, weil die, glaube ich, ganz angenehm sind, auch die durchzuspielen, aber... Ja, die dauern ja meist auch nicht so lange. Nö. Ich würde die wahrscheinlich dann auch einfach auf leicht stellen und mich mal eben locker durchballern. Ja, das Ding ist, du zahlst für Modern Warfare ja heutzutage immer noch 60 Euro. Ja. Und da hört der Spaß schon wieder auf. Das ist auch wirklich das Erschreckendste an der ganzen Sache, dass es so schweineteuer ist. Also, oh. Ich meine, ich habe schon oft drüber nachgedacht, man könnte ja mal sich die Teile, die einem fehlen, weil ich habe ja halt immer wieder Pausen dazwischen gehabt. Ich habe bei weitem nicht mir jeden Teil davon zugelegt. Ich meine, jedes Jahr kommt so ein Teil raus, das muss ich nicht jedes Jahr haben. Definitiv nicht. Weil die sich ja auch immer meistens zu sehr gleichen. Aber ich würde ja gerne mal einmal so eine Serie von der Geschichte her dann doch mal so komplett haben, aber die werden ja nicht billiger. Das ist so Schwachsinn. Ja. Ach, wow! Du musst auf sein Auge schießen, vermute ich. Ja. Aber ich finde das nicht unbedingt einfach, wenn die so auf dich drauf fallen, in dem kurzen Moment dann das zu erwischen. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, sich derer zu entledigen. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon zeige oder erst im nächsten Part, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Sobald sie umkippen, rennst du unten durch, oder was? Es ist so in etwa, wobei es macht mehr Sinn, einfach wieder sich umzudrehen und zurückzulaufen. Ich glaube, komplett unter sie durchrennen, das geht, glaube ich, nicht. Ja, weil die sind ziemlich groß, deswegen bin ich davon ausgegangen gerade. Und da bin ich gerade in die falsche Richtung laufen, beziehungsweise ich glaube, ich wollte nur gucken, ob noch was auf der Straße ist, weil es gibt ein Gebäude, in das man auch noch rein kann, aber das kommt, glaube ich, erst im nächsten Abschnitt. Da habe ich mich da jetzt an der Stelle vertan gehabt. Dachte, das wäre hier schon. Okay.
Ja, ich kann nur sagen, die Gegner sind sau angenehm. Ach, hier ist schon wieder ein Kultmitglied. Nee, er ist definitiv ist durchsichtig, wollen, ja. Denke ich, dass sie durchsichtig sind. Okay. Ja. Weil vorhin der ist irgendwie so mit der Wand 1 geworden und das sah irgendwie falsch aus. Okay, ja, dann lag es halt auch an der Farbgebung. Ja. Und hier sogar der Kollege ist gelandet. Ja. Ja. Und da braucht man erst das Codewort mit diesem, na, von Travis hier mit dem Hustle. Okay. Das ist ziemlich blöd. Sagt er dir, dass das Passwort ist, oder? Ja, das sagt er. Okay, weil wenn er es nicht sagen würde, dann wäre das schon ganz schön dreist, dass du genau darauf achten musst, weil die T-Shirts vorher kaum Bedeutung hatten. Mhm. Nee, der Travis sagt vorher von wegen, das ist das Passwort. Du weißt nur noch nicht wofür, aber wenn er das sagt, dann musst du halt auf die Idee kommen, dass es Sinn macht, dir das irgendwie zu merken oder aufzuschreiben, dass das später sicherlich dann noch wichtig sein wird. Und der Part ist jetzt schon zu Ende. Jo, bis dann. Also, macht es gut.